Das erste Hightech Entrepreneurship und Innovation Forum im Niedersächsischen Forschungszentrum für Fahrzeugtechnik war ein großer Erfolg und soll als Initialzündung die Gründerszene in der Region beflügeln. Professor Dr. Reza Asghari, Inhaber der Gemeinschaftsprofessur für Entrepreneurship an der TU Braunschweig und der Ostfalia Hochschule, kündigt bereits eine Wiederholung für 2018 an. Seit 2009 beschäftigt sich Asghari an seinem Lehrstuhl intensiv mit Unternehmensgründungen und welche Voraussetzungen es dafür braucht. Um dies zu klären, organisierte er den, auch von der Braunschweigischen Stiftung geförderten Kongress. Sein Fazit fiel positiv aus. Das war ein Erfolg. Wir wissen, dass Braunschweig die forschungsintensivste Region Europas ist. Und uns geht darum, aus diesem großen wissenschaftlichen Potenzial ökonomische Effekte zu generieren. Die Konferenz war eine Plattform, bei der Wissenschaftler, Politiker, aber auch Venture-Kapitalisten zusammengekommen sind und Wege aufgezeigt haben, wie wir in Zukunft viel mehr wissenschaftsbasierte Startups in der Region generieren können. Für die Region sieht er in Startups ein großes Potenzial, das zu nachhaltiger Prosperität führen kann. Er erwartet vielfältige Impulse für Volkswagen, für neue Segmente und auch für traditionelle Wirtschaftszweige. Zwischen seinem Lehrstuhl und der Richard Borek Unternehmensgruppe und der Richard Borek Stiftung besteht bereits eine Kooperation. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Richard Borek Unternehmensgruppe. Das Unternehmen hat gezeigt, dass die Tradition und Innovation nicht im Widerspruch zueinander stehen. Und Herr Borek hat innerhalb der Räumlichkeiten des Unternehmens ein Coworking Space für die digitalen Startups gegründet. Wir unterstützen diesen Prozess und wir haben gemeinsam einen Accelerator für digitale Startups gegründet. Um diesen Prozess zu unterstützen, hat die Borek Stiftung eine Promotionsstelle bei uns gefördert und so konnten wir hochschulseitig die Unterstützung des Projektes sicherstellen. Richard Borek Junior hat sich auf die Fahne geschrieben, die Startup-Kultur in Braunschweig zu stärken. Dafür haben Richard Borek Unternehmensgruppe und die Richard Borek Stiftung ein breit gefächertes Programm aufgelegt. Dazu zählt der Digital Accelerator als Coaching-Instrument und zwei Stipendien. Es gibt die Zentren, es gibt Berlin, es gibt München, es gibt Köln, es gibt Leipzig, aber in den Mittelregionen wie in Braunschweig ist das nicht so stark ausgeprägt. Und wir als Stiftung glauben, wir müssten da die Vorreiterrolle übernehmen und haben da auch eine gewisse Verantwortung der lokalen Bevölkerung, der lokalen Szene gegenüber, den ersten Schritt zu wagen, den Schritt vor den Großkonzernen auch, die bis jetzt hier im Braunschweig noch nicht so aktiv geworden sind. Neben den vier externen Gründerteams gibt es auch ein eigenes Borek-Team, das im Digital Accelerator über 10 Wochen lang an innovativen Lösungen arbeitet. Wir glauben, dass die Symbiose zwischen der Gründerkultur und einem Traditionsunternehmen in der vierten Generation, dass es dort große Überschneidungen gibt, wo beide Seiten von profitieren können. Und wir haben gesagt, wir versuchen es einfach mal. Und ich freue mich, dass wir 4 Teams überzeugen konnten, mit uns diese Reise, diese 10 Wochen zu gehen, um das auch nachhaltig auszubauen. Und wer nicht losgeht, kommt nicht an. Wir wollen es versuchen, wir wollen es wissen. Die jungen Gründer, die für 10 Wochen im Coworking Space im Borek-Haus an der Theodor-Heuss-Straße arbeiten und geschult werden, nehmen das Angebot dankbar an und erhoffen sich wesentliche Schritte. Ja, wir werden halt gefördert hier durch die Stiftung, durch ja, viel Programm, werden mit den Mentoren versorgt, die uns unterstützen. Und gerade durch die Stichpunkte, die hier gesetzt werden, soll das Unternehmen natürlich deutlich wachsen können. Erstmal sind wir total happy darüber, die Chance bekommen zu haben, beim ersten Borek Digital Accelerator mitmachen zu können. Bisher haben wir wirklich nur ein Projekt, also unser Projekt Govo. Und da ist es besonders gut, in der ersten Phase jetzt einfach Feedback zu bekommen, einmal untereinander von den anderen Startups, aber auch von den ganzen Hochkarätern, die ja mitwirken, zum Beispiel Dr. Burton Lee aus Stanford, aus dem Silicon Valley und auch Herr Asghari aus dem Entrepreneurship Wolfenbüttel, der uns quasi hierhin geführt hat. Wir sind gerade dabei, da den Exist-Antrag, also ein Gründerstipendium zu bekommen, noch vor der Gründung. Und es motiviert einfach ungemein, dass es jetzt sowas Starkes auch in der Region gibt und man nicht nach Berlin oder München muss. Die Chemie zwischen allen Akteuren stimmt. Die Atmosphäre ist positiv, was nicht zuletzt am großen Interesse von Richard Borek Junior an den innovativen Projekten liegt.
Beim zweiten Hightech Entrepreneurship und Innovation Forum im nächsten Jahr wird die erste Generation der Borek Digital Startups berichten, wie ihr Weg als erfolgreiche Unternehmer weitergeht.